Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nur um einen kleinen Veranstaltungshinweis, nämlich am 28. Januar 2021 findet der Stadtwerke Innovators Day erstmals rein online statt. Vielleicht habt ihr den die letzten beiden Jahre schon mal in echt erleben können. Jetzt natürlich während Covid kann der nur online stattfinden, aber das ist ziemlich cool, denn genau dafür steht ja auch der Innovators Day. Also unter Hashtag SED 2021 habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass jetzt am 28. Januar so die wichtigsten Innovationsthemen, Digitalisierungsthemen rund um Stadtwerke, kommunale Daseinsvorsorge und Co. diskutiert werden. Und es ist eine coole Veranstaltung, zu der ihr auch noch mitkommen könnt. Zum Beispiel findet ihr unter digitalestadtwerke.de die entsprechenden Infos. Und dort findet ihr auch die Agenda. Die ist im Großen und Ganzen 6 verschiedene Stages getrennt, wo dann eben auch verschiedene Themen diskutiert werden. Also zum Beispiel geht es bei dem einen so um den Carbon Footprint, also was so CO2-Emissionen und andere Treibhausgasemissionen angeht, also ein bisschen der Klimaschutzfaktor am weitesten vorne steht. Dann geht es zum Beispiel um Data und Automation, wo man also vor allem um Automatisierungsmöglichkeiten auf Grundlage von neuen Datenqualitäten und Quantitäten redet. Es geht um die kulturelle Innovation, praktisch in der Unternehmenskultur, wie man auch als Stadtwerk sich neu erfindet, um eben den Herausforderungen von morgen auch entsprechend gewachsen zu sein. Touchpoint Innovation, wo es ein bisschen natürlich auch um Kundenkommunikation geht und verschiedene Schnittstellen, die sich dann eben natürlich auch ergeben. Product Innovation ist natürlich ganz besonders interessant, weil man dort auch genau die Zentrale der Wertschöpfung natürlich anspricht. Ne? Wie kann man den Kunden richtig gut erreichen? Wie kann man ihn begeistern im Alltag? Da sind natürlich auch verschiedene Aspekte von Power Cloud, von meinen guten Freunden, die dort sprechen werden. Aber natürlich möchte ich euch am meisten empfehlen, euch der Stage 6 Grid Innovation zu widmen, denn da bin ich selbst als Moderator mit dabei, praktisch den ganzen Tag. Werde ich versuchen, den Referenten so die besten und geheimsten Infos aus der Nase zu ziehen und praktisch dafür zu sorgen, dass die auch wirklich die letzten Geheimnisse noch an euch verraten. Da gibt es ganz spannende Themenbereiche, unter anderem zum Beispiel Energie-Community out of the box. Ne? Also wie man eben es auch schafft, vor Ort die wichtigsten Player und eigentlich alle Player mit allen Schnittstellen zusammenzuführen und eine Plattform zu schaffen. Als Stadtwerk ist mir ja genau an der richtigen Stelle eben vor Ort auch die ja, nicht nur Datendrehscheibe, sondern eben auch noch deutlich mehr zu sein, die gesamte Energie-Community zusammenzuführen. Das ist natürlich ganz spannend. Es geht zum Beispiel auch um die Visualisierung der Kabelleitungen. Es geht um zum Beispiel LoRaWAN, das Netzwerk, was dafür genutzt wird, um vor allem Sensoren in der Smart City zu vernetzen. Es geht um Ladeinfrastruktur, Betrieb, auch das Ganze skalierbar aufbauen zu können. Es geht um Data Analytics, um eben zu schauen, wie man genau auch die Innovationen im Stromnetz auf echten Datengrundlagen, auf Sensordaten und so weiter zum Beispiel aufbaut und dann auch entsprechend effizient und wirkungsvoll umsetzen kann. Es geht nochmal weiter um Elektromobilität, auch da natürlich den Plattformgedanken umzusetzen und genau dieses Zusammenspiel aus der Elektromobilität und dem eigentlichen Stromnetz herbeizuführen, möglichst viel daraus zu holen und am Ende auch nochmal das Thema, wie schaffen es Stadtwerke, den Netzbetrieb zu digitalisieren und Echtzeitdaten aus dem Verteilnetz zu generieren. Und das ist natürlich super spannend, genau die zentrale Frage der Weiterentwicklung der Innovation für den Netzbetrieb innerhalb der Stadtwerke. Diese verschiedenen Punkte sind entweder als Keynote oder als Masterclass organisiert. Eine Keynote ist einfach ein relativ klarer Frontalvortrag, wo ich natürlich trotzdem versuchen werde, Fragen und so weiter nochmal extra zu stellen, auch die Fragen, die im Chat aufkommen, dort mit reinzustellen. Das ist also im Großen und Ganzen ein Input und da werden Informationen rausgegeben und danach gibt es eben eine Fragerunde, ganz klassisches Format. Und die Masterclasses sind dann wirklich schon so eine richtige Diskussionsrunde, wo auch wirklich mehrere Teilnehmer die ganze Zeit mit am Fragenstellen sein sollen, wo eben die beiden Referenten trotzdem in einem dauerhaften Wechsel sein werden, den ich im Großen und Ganzen dann organisiere. Das wird also richtig spannend. Natürlich können auch in die anderen Stages gehen, da sind dann die anderen Kollegen mit vor Ort und organisieren das Ganze. Und wie gesagt, bei der Grid Innovation bin ich das selbst. Also, wenn ihr dieses Video noch vor dem 28. Januar schaut, habt ihr immer noch die Chance, euch da ein Ticket zu sichern. Die kosten auch gar nicht mal viel. Das sind zweistellige Kosten. Das werdet ihr als Stadtwerkevertreter natürlich sowieso dann einfach abrechnen können, gar keine Frage. Meldet euch noch dafür an, wenn ihr zum Beispiel auch im Homeoffice nicht gerade die richtigen Ideen habt, um innovativ euch gerade auszutauschen, weil es ist eben auch natürlich auch schwierig, da gerade mit den Kollegen in den Austausch zu kommen oder die Netzwerke richtig zu bilden. Das ist eine richtig gute Chance,
um eben die besten Ideen, die Best Practices mal zu diskutieren und dann eben auch für sich selbst mitnehmen zu können. Also der Stadtwerke Innovators Day, Hashtag SID 2021, schaut es euch mal an. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten wie immer, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Und ansonsten liked das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.